Manuka-Honig besser als jede Medizin? Wie Manuka-Honig eine gute Gesundheit fördert. Manuka-Honig wird aus dem Blütennektar des neuseeländischen Manuka-Strauches gewonnen und wird seit Jahrhunderten von den Maoris, den neuseeländischen Ureinwohnern, als Heilmittel angewandt. Gerade zur äußerlichen Anwendung auf Wunden fand der Honig hier seinen Einsatz. Aber durch seine vielfältigen weiteren Vorteile wurde und wird der Honig auch gegen andere Krankheiten eingesetzt, denn er wirkt antiseptisch, antioxidativ und wundheilend. Und er kann auch effektiv gegen Viren und Bakterien, aber auch gegen Pilzerkrankungen eingesetzt werden. Dieser Wirkung liegt zugrunde, dass er zu einem Wasserstoffperoxid enthält, ein Antiseptikum mit nachgewiesenen antibakteriellen Eigenschaften, das besonders gegen Halsschmerzen wirksam ist, und zum anderen ein natürliches Probiotikum ist, das essentiell ist, um die Bakterien in unserem Verdauungssystem zu ernähren. Aus diesem Grund ist es ein effektives natürliches Heilmittel für Verdauungsprobleme. Die Wirkung, die diesem Honig zugeschrieben wird, konnte bis dato in keinem anderen Honig gefunden werden. Aber was genau kann Manuka-Honig für dich und deine Gesundheit bewirken? Manuka-Honig hilft bei Magen-Darm-Problemen. Aufgrund seiner nährstoffreichen Eigenschaften und der probiotischen Wirkung ist es ein ausgezeichnetes Heilmittel für verschiedene Probleme rund um das Verdauungssystem. Wenn du an Magengeschwüren, Sodbrennen, Reizdarmsyndrom, Colitis ulcerosa, Verstopfung oder einer Magenschleimhaut leidest, kann Manuka-Honig helfen, diese Symptome zu lindern bzw. zu beseitigen. Hierfür einfach 3 bis 4 Mal täglich einen Löffel Manuka-Honig zu dir nehmen, am besten 30 Minuten vor einer Mahlzeit und den letzten Löffel ca. 30 Minuten bevor du schlafen gehst. Das ist besonders effektiv, um Verdauungsprobleme zu beheben. Wenn sich die Symptome verbessern, ist ein Teelöffel pro Tag völlig ausreichend. Manuka-Honig bei Hautproblemen. Probleme wie Ekzeme, Akne, Schürfwunden, Infektion, Verbrennung und andere Hautkrankheiten können mit Manuka-Honig behandelt werden. Für die innerliche Anwendung einfach 3 bis 4 Teelöffel pro Tag zu dir nehmen. Aber auch für die äußerliche Anwendung ist dieser Honig optimal zu nutzen. Hierfür kannst du den Honig direkt auf die betroffenen Stellen mit einem Wattestäbchen auftragen und am besten mit einem Verband abdecken, welcher 2-mal täglich gewechselt werden sollte. Tritt der Heilungsprozess ein, reicht es, den Verband 1-mal pro Tag zu wechseln. Diese Anwendung hilft auch dabei, hartnäckige Wunden zu behandeln und eine Infektion zu verhindern. Dabei brauchst du auch keine Angst zu haben, dass unter dem Verband irgendetwas verklebt, denn der Honig sorgt dafür, dass ein feuchtes Wundmilieu entsteht und verhindert so ein Verkleben und wirkt dabei besser als viele Antibiotika-Behandlungen. Manuka-Honig gegen Halsschmerzen. Der Honig enthält ein Enzym, das Wasserstoffperoxid produziert, ein Antiseptikum mit nachgewiesenen antibakteriellen Eigenschaften. Er reduziert die Entzündung gerade im Rachenraum und schützt die Schleimhäute und sorgt für ein schnelles Abklingen der entzündeten Partien. Auch hier sollten für beste Resultate 3 bis 4 Teelöffel zu sich genommen werden, dabei den Honig für effektivste Ergebnisse auf der Zunge langsam zergehen lassen, bis du ihn herunterschluckst. Ein natürliches und sehr effektives Mittel, um Halsschmerzen schnell loszuwerden. Manuka-Honig bei Nebenhöhleninfektion. Auch bei einer Nebenhöhleninfektion kann Manuka-Honig Linderung bringen, da er auch hier gegen die verursachenden Bakterien ankämpft und sogar wirksamer ist als manche Chemiekeule aus der Apotheke. Hierfür einfach einen Teelöffel in einer Tasse warmem Wasser auflösen und durch eine kleine Sprühflasche bzw. eine Nasendusche direkt in die Nase sprühen. Dieser Mix kann wie ein normales Nasenspray verwendet werden und du wirst schnell Linderung erfahren. Manuka-Honig gegen Augeninfektion. Gerötete Augen durch eine Infektion oder eine Allergie können mit diesem Honig ebenfalls behandelt werden. Hierzu musst du einen Teelöffel Manuka-Honig in einer Tasse warm Wasser auflösen, ein paar Tropfen von diesem Mix dann mit einer Pipette in das betroffene Auge träufeln. Die Anwendung kann mehrmals täglich angewandt werden, bis die Beschwerden verschwinden. Manuka-Honig gegen Ohrinfektion. Auch bei einer Ohrinfektion muss der Honig in Wasser aufgelöst werden und kann dann in das betroffene Ohr geträufelt werden. Auch verdünnt verfügt dieser Honig über eine starke Wirkung und kann so Bakterien, die sich im Ohr angesammelt haben, effektiv bekämpfen.
Manuka-Honig ist lecker und kann auch zum Süßen von Tees oder als Brotaufstrich verwendet werden, auch wenn du keine gesundheitlichen Probleme hast. Hier wirkt er präventiv und du tust etwas Gutes für deine Gesundheit. Aber Vorsicht, auch bei diesem Honig gibt es qualitative Unterschiede. Je höher die MGO-Konzentration, das steht für Methylglyoxal, im Honig ist, desto effektiver kann er wirken. Aber bereits ein Honig mit einer Konzentration von MGO 100+ kann dir helfen, gesund zu werden bzw. gesund zu bleiben. Bei hartnäckigen Infektionen empfiehlt es sich, auf eine höhere Konzentration zurückzugreifen. Auch wenn der Honig etwas teurer ist, wird er Erstaunliches für dich und deine Gesundheit leisten, und Medikamente, die dies versprechen, sind meist viel teurer und können gesundheitsschädliche Nebenwirkungen auslösen, die du durch den Manuka-Honig nicht erleben wirst, weil es sich hier um ein wirklich natürliches Heilmittel handelt, das viele Medikamente ersetzen kann. Bitte bleib gesund!